Ja, Freunde, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Hier geht's direkt weiter, Leute. Ich will mal wieder meinen Spieler hier spielen. Denn in der letzten Zeit haben wir immer viel geguckt, die Spielerchen. Ja. Aber, liebe Freunde, heute will ich mal ein bisschen trainieren. Ich muss ja auch mal zu was kommen hier, Leute. Ihr seht's selbst. Was mich noch interessiert ist, dass da, geschrieben worden ist, dass das nicht 5, 5, 5, 5, ne? Also 4 mal die 5. 5 ist ja Maximum, man sieht's hier, ne? Sondern da wird geschrieben, das ist irgendwie nicht richtig. Sondern, dass das hier ist Stärke, ja? Dass das irgendwie 8 sein soll, aber man sieht doch hier die Level. Guck mal, da bis da ist Level 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und wir haben jetzt hier schon 50%. Das sind ja hier 1, 2, 3, 4 und 5. Das finde ich ein bisschen, das irritiert mich so ein bisschen, wie die Leute da drauf kommen. Nun ist das so, wenn ich hier jetzt drüber gehe und Steuerung gedrückt halte, dann kriegen wir die Information. Der Bereich reicht von 1 bis 5, steht da ja, ja. 1 bis 5. 1 bis 5. 1 bis 8. Wieso steht da jetzt auf einmal 1 bis 8? Ist es ein Schreibfehler? Ist es ein Schreibfehler oder wie kann das sein? Weil es ist doch deutlich zu sehen, dass hier... Das ist doch, das sind ja 2,5, also 2,7 seht ihr selber hier. Das ist über 50%, ja, von der Torte hier. 3, 4 und 5. Also hier kann man es ja auch sehen, da ist auch 5 maximal. Also ganz komisch. Da habe ich schon tatsächlich überlegt, irgendwie, ja, nochmal eben hier so einen neuen Spieler zu machen oder sowas. Ja. Also so, wir trainieren hier gerade, ihr seht das selber. Oh, es ist ein Schweinewetter, ey. Habe ich hier Dings an? Ja, Gott sei Dank habe ich hier mein Bademantelchen an, ne? Lea ist da. Und Heaven ist auch irgendwie unterwegs. Was schreiben die hier, die Limits? Malzab. Olli. Oh, Lea ist schon wieder am... Bauen und machen und tun, ne? Ein paar Leute sind drauf, lass mal sehen. Ja, um die 30. Wie spät haben wir es? 14 Uhr. Na, das ist ja auch wieder eine Zeit. Ich habe gerade gegessen. Muss gleich noch einkaufen. So, ich bringe mal eben kurz ein bisschen Loot weg hier. Ja, sind eine Menge wieder online. Guck an. Narg, Error. Hi, Admin. Konzert, neu Admin. Was reden die denn da schon wieder? Dynamo oder Domi? Domi kann man auch sagen, ne? Domi. Aber das Domi hört sich wieder an wie Domi. Wisst ihr, wie ich meine mit U? Aber das ist ja so Domi halt. Hat jemand ein Auto? Nee. Sei denn, du bist Kristallstarter. Nein, Spaß. Uflison! PD. Er hat mich letztes Fisch genannt. Ich hab das gesehen, du Limmel. Freunde! Ich glaube, PD hatte mich letztens Fisch genannt. Ja, hat er aber in seinen Teamchat geschrieben. Hier, das Grüne hier, das ist der Teamchat. Na, da könnt ihr mit Tab. Guck mal, hier steht's auch. Das ist Admin. Lokal. Lokal ist weiße Schrift. Das heißt, die um euch rumstehen im Spiel, die können euch tatsächlich lesen. Na? Das ist global, ist klar. Der ganze Server kann euch lesen. Da wird ja meistens immer hier serverweit geschrieben. Ne? Das ist euer Team. Hier der Squad. Das ist schön grün. Und da hat er das bei Squad geschrieben. Was für ein Fisch oder so. So ein Fisch oder so. Da muss ich noch lachen. Weil ich hatte ihn da so ein bisschen geärgert, ne? Ich hatte geschrieben hier Reboot. Da hatte ich geschrieben Reboot. Wisst ihr, so Reboot. Also da ist er dann drauf abgegangen. Ja, ich trigger manchmal die Spieler mit Absicht so ein bisschen. Ich mag das ein bisschen, Leute zu ärgern. Das ist das gleiche, wie wenn ich sag, ey, meine Tastatur macht manchmal doppelte Buchstaben. Kennt ihr das auch? D, D, E, E auf einmal. Total ätzend, Alter. Fast irgendwie 300 Euro die Tastatur, dann macht die so einen Scheiß, ne? Wer fährt? Da, schon wieder Doppel-D. Dreckstastatur, Digga. Das ist von Corsair, kaufe ich mir nicht wieder. Wer fährt? Davon neben mir. Ausrufezeichen, Fragezeichen. So, und das reicht schon, um da sind dann manche, wenn ich das jetzt schreibe, sind manche Leute gleich schon sauer. Also da gibt es die eine Gruppe, die grinst, ne, die lacht so, die, ne, ich will ja auch, wie gesagt, ein bisschen, dass die dann auch grinsen und sowas.
Aber es gibt auch immer wieder eine andere Seite, ne? Die beleidigt dann und hält einen für dumm oder wie auch immer, ne? Bei mir ist das so, ich ärgere die dann mit Absicht. Aber ist natürlich auch lustig, ja, weil Pferd wird ja normalerweise anders geschrieben. Versteht ihr? Pferd. Wer fährt? Pferd. Aber man spricht es identisch. Das ist genauso wie ein Reboot, wie das Reh, das Tier. Und hier kann man zum Beispiel verfahren, Pferd, das Tier. Versteht ihr? Jedenfalls musste ich dann lachen, wo ich das gesehen hatte, dass er gesagt hat, so ein Fisch. Da musste ich dann auch grinsen. Na, also ich habe da, ich durchstöbe ab und zu mal die Logs, ob ihr euch benehmt. Ne? Deswegen wollte ich das nochmal eben kurz anhand von PD, glaube ich. Na, du kleiner Fischi, du. Wo ist er? Hier vorne. Wollte ich das nochmal eben kurz kundtun, dass ich sowas lesen kann. Ne? Also man kann hier wirklich alles lesen. Also benimmt euch. Ja, auch wenn ihr hier in euer Team irgendwie Werbung oder sowas macht für andere Server, für andere, für irgendwelche anderen YouTuber oder was weiß ich, was andere Streamer oder so ein Scheiß. Das kann ich alles lesen, Leute. Und wie gesagt, ihr fliegt vielleicht nicht sofort raus hier, ne? Weil ich brauche ja auch ein bisschen Zeit für mich auch mal, ne? Aber zu setze ich mich hin und dann gucke ich das alles durch, was die Leute, ob die sich benehmen hier bei uns auf dem Server, ja? So, dass dann nachträglich ein Bann kommt, wo du selber dann denkst, was habe ich denn gemacht? Ich habe doch gar nichts gemacht, so, ne? Das kann dann passieren, wenn ich irgendwas in den Logfiles gefunden habe, wo ihr irgendwie Regelverstöße macht oder wie auch immer, ne? Also ich wollte es nur nochmal an diesem Beispiel sagen. Also wenn er jetzt hier sagt, der Fisch oder so, das ist mir voll, ist mir ja Lachs oder sowas, ne? Es geht mir nur um Werbung oder sowas, sonst ist mir das alles scheißegal. Und das ist ja natürlich auch nicht hardcore, die Leute hier irgendwie beleidigt, ist auch logisch. Ja, also das ist eine ganz normale Benimmregel, Leute, wir sind hier alle um die 40 plus, 40 minus. Da sollte das schon langsam funktionieren mit der Kommunikation teilweise, ne? Auch wenn es ein emotionales Spiel ist. Jeder von uns regt sich manchmal auf und sowas. Ne? Und manche Sachen sagt man ja auch nicht so im Ernst, sondern das kommt manchmal rausgeflogen, dann meint man das gar nicht so. Ich weiß das alles, ne? Deswegen, ich banne ja auch nicht immer. Also ich bin hier kein Hardcore-Banner oder sowas. Aber wenn das halt ist, übertrieben ist, dann wisst ihr da Bescheid. Ich wollte nur nochmal darauf hinweisen, dass man das jederzeit sehen kann, weil alles wird gelockt hier auf dem Server, ja? So. Ein Höschen haben wir gefunden. Gut, ne? Kann ich das hier rein? Na ja, gut, ich mach's mal so. Das Ding müsste ich eigentlich verkaufen. Man könnte aber auch eine quasi behalten. Wie repariere ich die denn? Das Ding habe ich, das Ding habe ich. Schleifstein habe ich. Kann man die nicht reparieren? Normalerweise müsste man das auch... Achso, das ist mit diesen Brillendings hier, ne? Mit diesen... Ja, da gibt es ja noch ein Reparaturding, womit man diese hier... Repariert habe ich anscheinend nicht dabei. Müsste ich ihm auch nochmal irgendwie absammeln hier, wa? Ne, gibt's nicht. Muss ich mir nochmal holen, so ein Reparaturkoffer. Da habe ich nochmal ein Magazin. Da steht auch Carbon Hunter, nicht Carbon. Ich habe immer Carbon gelesen, ne? Unfassbar, oder? Ja, hier habe ich ein paar Sachen zu verkaufen. Wie soll ich denn da Metall, ey? So ein Quatsch. Das ist auch ein bisschen hin und her hier. Ja, mit diesem Absinthzeug könnt ihr immer... Bandagen auch machen, ne? Die habe ich gar nicht mehr, müsste ich mir auch mal neu machen. Ich habe ein bisschen gelevelt, die Schuhe sind dadurch wieder kaputt gegangen. Das ist ja nichts Neues, ne? Das kennen wir alles schon. Ja, mich hatte nur interessiert auf jeden Fall, wieso wir denn hier, ne? Wieso da, die sagen 8 Levels. Stärke kann man auf 8 machen. Müsste ich gleich mal einen neuen Charakter machen, glaube ich, irgendwie, um das zu sehen, ne? Ja, wir haben hier schon mal wieder ein bisschen gebaut, beziehungsweise, wenn ich wir sage, ist natürlich hier das Team oder Lea gemeint, ne? Weil ich baue hier ja eigentlich ganz wenig nur, ne? Ich hole hier nur Sachen ran, wenn, ne? Das finde ich auch immer geil hier, so, dass es so eine, ja, wie so eine Küchenzeile halt, ne? Ist geil gemacht. Ja, das Wetter ist ja schweinisch hier heute, wa? Soll ich mal ein Vot machen? Vot, Wetter, bam. Vielleicht wollen die ja. Da müsst ihr F2 drücken, das heißt gutes Wetter, Sonne, ne? Oder wenn ihr jetzt auf F3 drückt, das ist halt Schweinewetter, so dass es hier bleibt. Ne? Ich mache das so, dass die Kinder selber abstimmen. Mir ist es jetzt gerade Lachs. Ist mir nur aufgefallen, vielleicht wollen die ja lieber Sonne haben oder so. Ne? Ach, der braucht gar kein Metall. Dann muss ich das Ding mal eben in den Metallschrank bringen. Haben wir denn einen Metallschrank irgendwo? Ich glaube schon, oder? Das hier? Jawohl. Keine Ahnung, wieso ich da jetzt so ein Stück Metall habe. Hier sind noch 2 Carbon-Hunter. Gebe ich leer mal, aber ich weiß nicht rein. Hier noch
Mal sehen. Vielleicht brauchst du das ja, keine Ahnung. Das, sie hat jedenfalls die Waffe dafür. Kann sie ja sonst verkaufen, wenn sie nicht braucht. Und wir haben hier noch ein Messer. Jetzt kann ich gleich mal den Bart kürzen. Reparieren und dann kann ich das wieder in den Schrank packen. Oder habe ich da schon ein Messer? Sieht nicht so aus. Das mache ich gleich mal neben den hier. So, guck mal. Was auch geil ist, dass man die Dinger hier jetzt verbündeln kann, ne? Das ist, erspart echt eine Menge Arbeit, Leute. Oh, die haben gewotet für gutes Wetter. Das ist ja klasse, ne? Also eigentlich müsste ich zum Händler, ihr seht selbst. Scheiß. Oh, hat er Hunger? Na ja, gut. Apfel oder sowas könnte man vielleicht vor dann, ne? Ich müsste zum Händler verkaufen, ne? So, warte mal kurz. Essenschrank. Bob, das ist nur eine Kleinigkeit. Wir dürfen ja nicht so viel essen hier, ne? Eigentlich wie in Riel auch. Man frisst ja immer viel zu viel. Oh, Wolfi. Die ganze Kohlarmada hier. Ich esse mal einen Kohl. Rechte Maustaste, einmal essen. Nicht alles, sondern einmal. Und dann kann man hier auch abbrechen drücken, ne? Wenn ihr meint, das ist zu viel. Wolfi. So, das reicht. Den Rest packen wir wieder rein. Mal kurz reingebissen, dass man meinen Gebissabdruck da dran sieht am Kohl. Trinken ist soweit gut. Ja. Den Rest müssen wir verkaufen. Aber wie gesagt, ich wollte noch mal eben kurz gucken, wie das hier mit der Stärke aussieht. Das würde mich ja selber auch noch mal interessieren. Ne? Ich will ja auch nicht irgendwie unbedingt was Falsches erzählen. Ne? Aber das Spiel ist halt immer teilweise ein bisschen verbuggt und so, wisst ihr. Also, wir machen das mal im Einzelspieler. Ja, still in, Junge. Female. Hä? Es geht mir viel zu schnell jetzt hier. Ja, keiner kann sie von hinten sehen, ne? Warte mal, das hier. Achso, das ist, nee. Das passt zu meinen Chinesen, sie ist, glaube ich, hier, ne? Was haben wir noch? Ja, das hier, da geht der Endwert dann flöten, ne? Wenn man das so groß macht, glaube ich. Hier oben könnt ihr euren Namen ändern. Ich muss das nochmal sagen, weil viele wissen immer gar nicht, wie die ihren Namen ändern, ne? Die kommen dann da mit irgendeinem vorgeschlagenen Namen rein. Also hier könnt ihr jederzeit euren Namen ändern, ja? Ich werde immer ganz gerne übersehen. So, wenn wir jetzt hier alles runter machen, dann haben wir 8 Punkte. Mal gucken, ob das jetzt hier reingeht. Na, das geht bis 5. Guckt ihr? Es geht bis maximal 5. Next. Continue. Kann man das so machen? Die Punkte einfach weglassen? Das ist ja auch gruselig, ne? Ja, End brauche ich jetzt gar nicht im Moment, oder? Oder doch? Jetzt gebe ich mir schon wieder hier zu viel Mühe, Alter. Muss alles nicht sein. Dann mach weiter. Junge! Sieht sie nicht schick aus? Ja, was ist das hier? Herr Kulor? Herr Style? Ja, das Ding ist, man sieht halt nicht hinten, ne? Lea hatte da so einen Zopf und irgendwie, man sieht das jetzt gar nicht. Hat die da jetzt hinten einen Zopf hängen oder nicht? Das haben viele gesagt, dass das scheiße ist. Man kann das nicht sehen. Man kann die Figur ja irgendwie nicht drehen oder sowas, ne? Hat die jetzt hinten lange Haare oder wie geht das jetzt hier? Man weiß es nicht, ne? Eieieiei. Ich weiß nicht. Da müssen wir mal gucken, was das jetzt hier für eine Frisur ist. Man kann es ja nicht sehen. Also das ist doof gemacht, finde ich jedenfalls. So, der Rest ist scheißegal. Ich mache mal eben kurz hier ein Ingame-Spiel jetzt. Also ihr seht selber, Leute. Wir haben hier das Maximum reingefüllt. Continue. Hier sind die Stärke-Skills. Bis 4 geht es dann maximal hoch. Ihr seht's. Ich mache jetzt keine. Ich mache jetzt einfach mal eben kurz zum Test hier den Scheiß.
wollen da mal eben kurz dieser Sache auf den Grund gehen, ja. Scum verändert sich auch ständig. Mal geht das so, mal so. Also die patchen ja auch in Hotfix. Es kann jederzeit verändern sich das Spiel ständig mit irgendwelchen Sachen. Ist einfach so. Und hier ist halt noch so, ne, dass man zu lange gefesselt ist. Das finde ich auch blöde. Am Anfang war das besser. Da konntest du richtig schön zu deiner Leiche fliegen quasi, ne? Aber jetzt ist man noch so blöde gefesselt. So, dass das fast gar nichts bringt hier, ne? Also, dass man nicht mehr weit vorwärts kommt hier. Wul, wul. Meint ihr, wir kommen darüber über den Sumpf? Probieren nur eiskalt mal, wa? Guck mal, sie hat jetzt hier so. Ja, jetzt hat sie da irgendwie so einen Zopf. Das kann man in der Computererstellung, also in der Charaktererstellung, kann man das überhaupt nicht sehen, ne? Dass sie jetzt da so einen Zopf hatte. Man hat sie so gesehen, Leute. Woher soll ich denn wissen, dass die da jetzt so einen Zopf hat, da so ein Ding da? Wisst ihr? Also, wieso die das da so komisch gemacht haben, dass man das irgendwie nicht drehen kann? Oder weiß ich nicht. Also, vielleicht wissen wir alle den Knopf nicht, wie man die Frau dreht in der Charaktererstellung, aber ihr könnt es ja in den Kommentaren schreiben. Schafft sie nicht, ne? Ja, deswegen, das ist so. Da kommst du überhaupt nicht vorwärts hier. Mit dem Fallschirm. Total doof. So, komm mal hoch jetzt hier. Secure communication with human asset established. Greetings, human asset. Welcome to Scum Island Tutorial Protocol. Provided by the Weg. One Corporation. My designation is Dual Energetic Entity Neural Appliance. Wollen wir nicht belästigen. I am an artificial intelligence created by the Tech One Corporation tasked with overseeing the Scum Shell protocols, including the preparation of human assets. If you wish to activate the tutorial, please do so on your journal interface. Secure channel closed. Wird man hier schon direkt belästigt? So, wir können ja schon mal gucken, jetzt ist das vorbei hier. Ihr seht's, Maximum. Ich drücke Steuerung und da steht ja, was hat sie denn jetzt? Da steht ja 1 bis 8, also das scheint ein Schreibfehler zu sein, ne? Wir haben es jetzt wohl in diesem Video widerlegt. Mann. Boah, Digga, was ist hier denn los? Na mal weg, du Vieh. Kann man drauf reiten? Der hat mich umgedreht, der Hund. Geh doch mal, mach Platz. Wieso säuft der denn immer ab? Das kommt, weil die auf den Hai ist, ne? Mann, Mann, Mann. Oh, Digga. Müsst ihr F drücken und der so F, F, F. Dann geht's halt, ne? Aber ihr seht das selbst. Dreimal beißen oder so, dann ist vorbei. Auch wenn ich jetzt hier abtauche nach unten, der kommt trotzdem gleich wieder. Also total dämlich gemacht. Das ist keine Chance. Unter Wasser kann man auch keine Waffen benutzen, ne? Das ist halt ein bisschen komisch. Ich ertrink lieber, anstatt dass ich den Hai hier Futter gebe. Na, sieht er mich noch? Was war das? Da kommt er. Ach, wie eine Rakete kommt auf mich zu. Total bescheuert. Es ging mir ja nur darum, das eben zu zeigen hier mit der Dings hier, ne? So, jetzt gehen wir wieder hier auf den normalen Server. Mehr Spieler, dann müsst ihr da oben LP-Bindestrich eingeben, dann müsst ihr unsere Server da eigentlich finden, ne? Wo ist er denn hier? Ach, nervig diese anderen hier, ne? Diese Fremdserver, die hier nur uns belästigen. 24 waren drauf, oder was habt ihr gesehen? Neuer Charakter? Nein, du sollst den machen. Jetzt kommt die Nummer 25, ne, 26, dann bin ich die 27. Da. 26, ich bin die 27, Rang 35. Ja, wir schwanken im Moment in den 30ern. Okay, also ihr seht selber, Leute, ne? Das geht alles bis maximal 5 irgendwie und nicht bis 8.
Ja, auch wenn das da steht, das ist Schreibfehler. Weil es halt verbuggt ist alles hier. Hier ist alles verbuggt. Ich war nicht. So, jetzt lohnt sich das so losfahren aber auch nicht mehr, ne? Weil wir schon so lange hier rumgeäumelt waren, leer. Ich sag dir da, pipipupo, check. Ja, was ist denn da los? Hier ist ein Fahrrad, ne? Alleine, wo ist denn Danny und so? Unsägliche Zeit, wa? Werktags haben wir 14 Uhr, 14. Lea hat ja auch so einen Zopf sich machen lassen, ne? Aber das hat sie wahrscheinlich in der Charaktererstellung auch nicht gesehen, ne? Sieht man das so? Und dann ist auf einmal ein Zopf hinten dran. Ich weiß nicht, war das jetzt der Zopf, den ich hatte? Keine Ahnung. Alles merkwürdig hier. Und Steine und Kies oder was? Steine und Grün. Schon wieder doppelt. Okay. Ja, Kies. Stein und Grün. Grünes Kies. Danny, wir brauchen Stein und Kies. Verschlossen. Okay, sagt er. Aber das ist auch immer alles vollgemüllt hier, ne? Junge, ist da Zeug drin, Leute. Ihr seht selber. Ja, und dann, wie gesagt, bei den Twitch-Tubbies, ne? Wenn ihr bei mir gesubbt habt auf Twitch, dann kommt ihr bei mir auch in Discord, wenn ihr euch verlinkt. Da müsst ihr dann irgendwie auf, ne? Muss ich gerade mal nachgucken, auf Einstellung gehen in Discord, dann auf Verbindung, dann auf Twitch und da steht irgendwie anmelden. Und da könnt ihr dann euch verbinden. Dann kommt ihr bei mir in Twitch zu den Twitch-Tubbies. So, da seht ihr im Discord linke Seite mehr Channels. Ne? Also ihr habt dann da mehr Möglichkeiten. Ja, unter anderem hier Spieler-Events zum Beispiel. Also da können die Spieler für sich selbst Events machen und was abgreifen und so weiter und so fort. Oder irgendwelche Shops, ne? Oder dieses Support-Ticket. Also der Shop, der hatte ja von Jelly gerade mal 14 Tage aufgebaut und der hatte nicht einen Tag geöffnet, weil der gleich zerfetzt wurde. Aber da biete ich den Leuten das dann schon an. Ja, dass wir das so ein bisschen intern machen, ne? Ihr seht ja die Problematiken. Ja, und ja, dass wir dann für die Twitch habe ich so intern so ein bisschen ja, so ein paar Vorteile schaffen bei uns so, ne? Ja, weil ihr habt ja gesehen, wie das geendet ist mit Jelly, dass da gleich jemand alles zerfetzt hat und so weiter und so fort. Deswegen müssen wir das da so ein bisschen begrenzen anscheinend. Wisst ihr, wie ich meine? Dass nicht jeder öffentlich das sofort sehen kann, was da, was wir hier so auf dem Server haben, sondern nur die eingefleischten Stammpersonalien, sag ich da fast mal zu, ne? Ja, was ist denn jetzt hier? Ich komme gar nicht mehr weg. Das lohnt jetzt aber auch nicht, ne? Guck mal. Es lohnt sich einfach nichts zu machen jetzt hier. Also hier ist ja noch ein Auto. Das ist von Blauweiß-Blubberbert, glaube ich. Der ist abgeschlossen. Hier haben wir den Flieger. Der wird dann irgendwann noch verlost für unsere... Ja, wie ich gerade gesagt habe, Spieler-Events oder was weiß ich was, ne? Da macht Danny irgendwie, der hat da Bock zu so Queste immer für die Spieler hier auf dem Server. Und was da so abgeht, das könnt ihr halt, wenn ihr Twitch-Zabi bei mir seid, könnt ihr das denn sehen, den Kanal. Spieler-Events, der ist den jetzt versteckt. Damit da eben nicht irgendwie was, damit man uns nicht irgendwie gleich wieder von vornherein so schaden kann, deswegen. Helfen, hier ist ein Fahrrad. Hier steht ja aber mein Haus, war vorher da. Hier ist der Seeflieger noch. Wo ist denn der rote Flieger? Da hinten parkt noch jemand. Ja, das Auto. Oh, das steht auf unserer Landebahn. Boah, der schwitzt. Warte mal, ich muss mich mal ausziehen.
Ach so. Arsch. Ach, da ist der Steger. Ja, Lea zeigt mir den Flieger hier. Können wir gleich mal umparken, das Teil, aber wieso steht denn hier unten ganz? Ah, oh, schwieriges Gelände hier, Junge. Draußen wären wir schon explodiert, ey. Wo ist jetzt die Tür? In alle fahren, ob das so passt. Früher passten die Flugzeuge da irgendwie nicht durch, ne? Zumindest das Wasserflugzeug ist hier immer gegengestoßen. Ich glaube, die Entwickler haben das Tor jetzt ein bisschen vergrößert. Mann, ich steig da mal ein, er steht sich daneben und macht nichts. Also sowas. Nur die siehst. Ich muss gleich noch einkaufen. Ist schon wieder Wochenende geballt, ne? Los, rum da mit der Gurke. Das darfst draußen nicht machen hier, ne? Die sich so scharf rumdrehen, dann explodierst du. Viel zu sensibel eingestellt. Ja, komm, ich hab Rückwärtsgang an. Lea geht schon mal in Deckung. Hier direkt rein in der Box. Schön geparkt, ne, Leute, oder? Wenn ihr hier drinnen sitzt, vielleicht weiß das der ein oder andere noch nicht. Und wenn ihr dann auf X drückt, das ist ja immer bei Fahrzeugen das Licht, ne, dann geht die Armaturbeleuchtung an. Ja? Müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Ich bin hungrig schon wieder. Ja, an den Ding kann ich euch auch noch mal kurz zeigen, wenn wir jetzt hier durchgucken. Also wenn ihr jetzt hier im Alt zum Beispiel gedrückt haltet, das ist bei mir so, und dann das Mausrad, ne? Könnt ihr die Schrift an- und ausmachen, seht ihr das? Mausrad runter, Mausrad hoch. Ja, weil er in den anderen Video sagte der Spieler, ich muss irgendwie Alt, Shift und dann Mausrad. Aber wenn ich das irgendwie so mache, also das ist, ihr seht selber, also das sind ganz viele Verknüpfungen. Also ich versuche das gerade mal durchzuklödern hier, ja. Weil ich hätte das im Stream nicht ausprobiert. Und dann habe ich danach jetzt hier ausprobiert, ne, wie das aussieht, was er da gesagt hat, der Spieler. Hier, Visi war das, ne, in dem einen Video, wisst ihr. Und der sagte irgendwie Alt-Shift und noch und Mausrad oder sowas. Und wenn ich jetzt Alt-Shift und Mausrad runterdrücke, dann haut meiner. Also das kann auch sein, dass die Tastatur bei euch halt anders ist. Das meine ich damit, ne. Jeder stellt das für sich so anders ein. Ja, ihr benutzt ja meist auch F, das benutze ich gar nicht. Bei mir ist F halt Luft anhalten, ne? Also ich habe die Tastatur verändert, wie ihr jetzt. Also bei mir ist jetzt zum Beispiel Alt und Mausrad, dann mache ich das Visier hell und dunkel. Seht ihr das? Ja, ist einleuchtend, ne? Wenn ich jetzt, oh, jetzt ist der schlapp, der Typ. Ich muss mich mal hinlegen. Ja, weil die Sniper ist schwer, kann dann die ganze Zeit nicht halten. So, im Liegen ist das aber kein Problem, da geht die Ausdauer nämlich hoch, das seht ihr da unten links. Also Sniper sollten sich immer hinschmeißen, ne? Jetzt drücken wir halten Shift gedrückt. Mausrad, da seht ihr, das ist die Entfernung. Ja. Dann ein bisschen Waffenkunde hier für die einen oder anderen. Wenn ich jetzt F einmal drücke, pops, dann geht das oben links, die Range. Also er ermittelt jetzt die Entfernung, ne, von meiner Flinte bis zur Wand da drüben. 5 Meter. Danach müsst ihr dann Shift, das Mausrad einstellen auf die Entfernung da oben links. Das, was am besten dahin passt, ist klar, ne? So, also ich muss hier auf 100 bleiben, weil dann geht das auf jeden Fall gerade da so hin, wo ich hinziehe, ja? Quasi.
Dann hatten wir noch Alt und Shift und dann Mausrad. Dann seht ihr, WND soll das, glaube ich, heißen. Das ist, glaube ich, der Wind, ne? Da kannst du dann auch noch bis irgendwie minus 15 und plus 15, keine Ahnung. Habe ich noch nie benutzt, Leute. Ich wollte es euch nur mal zeigen, dass die Dinger, die da, dass diese Sachen funktionieren halt, ne? Also das ist nicht nur kosmetischer Natur, sondern die könnt ihr benutzen, die Dinger, ne? So, und jetzt drücke ich nur noch das Mausrad. Also ich scroll hoch und runter. Und das ist der normale Zoom. Das war früher auch bei Scum ganz anders. Da konnte man so nicht zoomen. In jedem Spiel konntest du immer so zoomen, ne? Nur bei Scum war das halt nicht so. Haben sie jetzt aber angepasst, die Entwickler. Jetzt können wir tatsächlich einfach mit dem Mausrad hoch, runter. Das ist halt die Entfernung, ne? Bei M82 geht das, glaube ich, bis 20-fachen Zoom oder sowas. Hier ist jetzt bis 12-fach Zoom. Aber ihr wisst dann Bescheid, ne? Also das sind so die Sachen. Und die Werte dann links, ne? Die Windgeschwindigkeit ist Südwest, Low. Temperatur 23 Grad, Humanit, Dings hier, Huben ist Luftfeuchtigkeit. Und das darunter weiß ich jetzt nicht. Presser, Luftdruck oder so, keine Ahnung, braucht man das? Ich wollte euch nur nochmal die wichtigen, diese Dinger hier nochmal zeigen, so wie das halt geht. Gibt es aber noch irgendwie eine Sache, wenn du. Moment, da muss ich selber mal eben kurz rausfinden, was das war. Ne, Alt. Ne, das ist der Shift. Das war das, Steuerung. Ja, das war Steuerung noch. Mit Steuerung, also Steuerung gedrückt halten, ne? Und dann rechte Maustaste, dann geht ihr runter oder hoch halt. Ins Scope rein oder halt runter in die in diese Sicht. Das ist nur, damit ihr dann links und rechts zum Beispiel so ein bisschen gucken könnt. Ist hier vor mir irgendwo einer? Weil du siehst ja sonst nur da hinten. Aber wenn jemand, du hörst hier vorne, zapp, 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 ne, dann machst du schnell so und dann kannst du das so sehen, deine im Nahkampfumgebung, ne? Kann zwar jetzt nicht direkt so, ja, auf Zufall zielen, weil das ist Kimme und Korn. Schießen könntest du jetzt ja auch. Aber du könntest halt drehen, ne? Der Schrank ist ein Gegner. So, ich zoome, ich warte, da hinten läuft irgendwie einer. Aber dann höre ich hier vorne ein und ich muss hier auf den, der dichter an mir dran ist, eher reagieren. Ich drücke schnell Steuerung, rechte Maustaste, drehe mich nach rechts, damit ich den Schrank da sehe. Der Schrank ist der Spieler, dann gehe ich darauf, so, zapp, bam. Versteht ihr, wie ich meine? So soll das irgendwie wohl funktionieren, keine Ahnung. Also ich wollte euch noch mal kurzfristig in diesem Video ein bisschen Waffenkunde geben, in Anführungsstrichen, weil, ja, es ist tatsächlich so, dass wir heute eh nichts mehr schaffen. Die Zeit ist schon wieder rum durch dieses Hin- und Herwechseln und Stärke und so weiter. Deswegen, kleines Lernvideo. Ja, der Magen knurrt. Ansonsten, was kennen wir noch alles? Maus 1 ist zum Beispiel Schuss. Und manchmal kommt dann, wenn ihr irgendwie nachlädt oder so, dann kommt auch diese Anzeige. Kann ich jetzt nicht machen, weil da... Also es gibt auch Fehler, die die Gewehre machen. Ne? Dann kommt so eine runde Anzeige. Ja, und so ein rundes Ding kommt dann hier oben und da könnt ihr dann einstellen. 4 Fehler gibt es bei den Waffen, ne? Und den Fehler müsst ihr dann halt ermitteln und halt dann anklicken, dann repariert er seine Waffe selber. Leute, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder, wenn ihr Bock habt, oder abends im Livestream. Und dann, bis dann. Thank you.